Hallo Leute, ihr seid auf dem Kanal Asreiter und zwar in Folge Nummer 58 von Oxygen Not Included. Ja, hier ist wieder gerade zugegangen und es ist einfach zugegangen, ohne dass da irgendwo einer ist, oder wie sehe ich das? Ha? Verstehe ich jetzt wieder nicht. Okay, ich sag mal, wir gucken uns das hier weiter an. Wir hoffen, dass mir irgendwann der letzte Pufflet da auch noch reingeflogen ist. Dann müssen wir aber weiterschauen. Da steht zum Beispiel unzureichende Sauerstoffproduktion. Da müssen wir uns definitiv drum kümmern, ne? Dann würde ich sagen, nach dem Intro gucken wir uns das mal an. Bis gleich. So, also hier, das Tor ist irgendwie wohl wieder zu oder war es gar nicht offen? Ich weiß es jetzt auch nicht. Ich habe es letztes Mal nochmal aufgemacht, aber da war es noch so kurz vor Schluss, glaube ich. Vielleicht ist es mit dem Safe-Stand dann auch weggegangen, dass das aufzuschließen ist. Bird kann ein Update machen. Bird würde gerne Sanitärtechnik machen. Das ist ja unser neuer Mitarbeiter hier. Ja, aufräumen ist immer gut. Machen wir erstmal, ne? Hier kriegst du auch ein Käppi auf. Da gibt's auch kein Käppi. Okay, hier ist Sanitärtechnik. Okay, das ist unser Klempner. Das ist schon mal gut. Der kann verstopfte Rohre machen. Ist er das auch? Ja, ne? Ja. Das ist ein schwarzer. Was haben wir hier? Haben wir hier schon mehr? Elektrotechnik? Nein. Das ist schon Endlevel, glaube ich, Joshua. Ne? Ja. Hier beim Dock ist das auch schon gut. Hier bei den Tieren ist, glaube ich, auch schon dritte Stufe, ne? Ja. Das Käppi gab es, glaube ich, auch nicht besser, ne? Ne, Goldenstufe 2 war auch Sabbat und hier unten ist Forschen auch schon Stufe 3, dann passt das hier. Dann schauen wir mal weiter. Ist die Frage, wie wir ihn da reinkriegen, ich weiß es immer noch nicht. Hatten wir hier nicht, warte mal, da hatten wir doch hier so ein Automatikteil, ist das schon gebaut? Automatisierungskabel. Tatsächlich, es ist schon gebaut. So, jetzt müssen wir nur gucken. Irgendwie muss das ja angeschlossen werden, ne? Oh oh. Warte mal, ich muss erstmal gucken. Das heißt nicht Gatter. Automatisierung muss ich wieder hin. Hat keinen Sinn so. Kriegen wir das hier oben auch angezeigt? So. So, sendet ein grünes Signal, wenn die Anzahl der Tiere und Eier im Raum größer als der gewählte Schwellenwert ist. Andernfalls wird ein rotes Signal gesendet. Okay, er sendet ein rotes Signal. So, das bedeutet hier... Wieso sind da zwei Anschlüsse? Ah, okay. Das heißt, ich muss jetzt diese Tür... umswitchen. Gute Geschichte, aber wie? Grünes Signal offen, rotes Signal schließen und verriegeln. Nee, schließen, automatisch Kabel, Kupfer, kann ich das auch ändern? Schließen und verriegeln will ich ja gar nicht. Jetzt hat da einer die Tür aufgemacht, jetzt passt das ja mal, ne? Zurzeit... ist niemand in der Nähe. Jetzt beobachte ich mal das Ganze jetzt hier. Warum geht das auf oder zu? Sende ein grünes Signal, wenn die Anzahl Tiere und Eier im Raum größer als der gewählte Stellenwert ist. Okay. Muss ich das hier? Zählt Tiere? Zählt Tier? Ah ja, nee. Wenn über 0. Dann sendet es ein rotes Signal. Das passt dann. Und hier links. Das Nichtgatter macht aus einem roten Signal ein grünes Signal wahrscheinlich, oder? Das würde bedeuten, ich müsste diese Verbindung trennen und die nach da aufmachen, damit das dann umgekehrt ist. Hm. Vielleicht fliegt er ja auch mal da rein, ne? Das wäre am besten.
Also zurzeit funktioniert das jetzt nicht so, weil er da nicht reinfliegt. Aber warum geht das immer zu? Bis dato habe ich das nicht gesehen. Wenn er da jetzt mal reinfliegen würde, ne, dann wäre das alles mal geklärt. Jetzt kackt er gleich da, oder? Warum geht er da jetzt nicht rein? Mach doch mal. Aber ich sehe auch nicht, dass diese Tür jetzt zugeht, ne? Die ist jetzt offen und bin nicht abgeschlossen. Ist er das jetzt hier? Ne. Also alles prima hier noch. Oh, da ist Schleim rausgekommen gerade. Essen haben wir 52.000, das ist schon mal was. So, jetzt aber mal hier hinfliegen, ey. Warum fliegt der grundsätzlich hier hinten rum und nicht da, ey? Ist schon komisch, ne? Da oben wird geerntet, sehr gut. Wäre schon cool, wenn er da mal rüberfliegen würde, ne? Weil das die Geschichte hier mal einmal beenden können. Aber wir können in der Zeit hier, ne, graben nicht, sondern Basis und Ziegel und wo ist denn unser Schacht, den wir da bauen? Der ist da. Ah, okay, das ist dann eigentlich schon fast egal, wie wir den bauen. Mach da schon mal zwei solche Dinger hin, weil das soll ja ausgehöhlt werden. Aber hier baut auch keiner mehr was, ne? Wie sind denn die Prioritäten hier? Fünf. Vielleicht machen wir die mal auf 6 hier. Ach, da unten war auch noch eine Prio, die wir höher machen können. Hier, das kann auch noch auf. Wenn wir schon dabei sind, ne? Dann das auch bitte. So, jetzt ist er in der Nähe mal. Aber er fliegt nicht rein, ist klar. Oh, da kommt der Schleim, ne? Graben. Machen wir mal hier aufräumen. Jetzt wird hier mal gebaut. So, unzureichende Sauerstoffproduktion haben wir auch noch. Wir haben noch 7 Tonnen Algen. Das ist eigentlich alles gut. Wäre schön, wenn er mal da durchfliegen würde, ne? Jetzt ist die Tür bis jetzt noch nicht zugegangen, ne? Wir sind jetzt hier schon eine ganze Weile unterwegs. Wir müssen hier noch einen Diffusor haben oder sowas, glaube. So, mal da unten können wir auch noch was weggraben. Ah, hier wurde schon gegraben, sehr gut. Jetzt geht mal was, aber er kommt da nicht rein, ne? Da unten wurde jetzt aufgearbeitet. Jetzt können wir da unten auch noch mal graben. Weil bis dahin ist er jetzt fertig. Können wir das komplett wegmachen. Man hört diese Viecher hier machen. Aber die haben Hunger halt und fressen gut. Dadurch kommen auch welche rein wahrscheinlich.
Und er fliegt aber blöderweise nicht dahin, wo ich ihn hinhaben will. Und wieso ist hier jetzt kein Dingens? Kein Strom? Ah, jetzt ist wieder Strom da. Kann ich da noch mehr ausgraben? Bestimmt, ne? Nummer 6 hier. Und warte mal, wenn ich das weggrabe. Ach, da kommt gar keiner hin hier. Warum kommt denn da keiner hin? Ach so, weil abgeschlossen ist. Warte mal, dann macht das keinen Sinn, wenn ich da oben das machen will, dann müssen wir die erst lassen, damit wir da hochklettern können, ne? Er geht da nicht rein. Warum ist das jetzt hier so komisch weggegraben? Wir werden sehen. Da kann auf jeden Fall eine Tür hin. Und die Tür muss schon auch eine pneumatische Tür sein eigentlich, ne? Eine Luftschleuse, Automatiktür machen wir da mal hin. Weil das muss schon elektrisch sein. Weil wenn wir da schlechte Luft reinpumpen, müssen wir das ja auch abregeln, ne? So sollte es gehen. Die Tür ist ja nicht immer auf oder zu. So, jetzt flieg doch da mal rein. Jetzt sitzt er davor. Und fliegt wieder weg. Forschung ist abgeschlossen, ist das so? Sehe ich die hier? Da. Ne, Forschung läuft irgendwas, oder? Wo läuft die Forschung? Ne, es läuft doch keine Forschung. Komm, dann mach den Ofen jetzt fertig. Ja, du bist auf dem richtigen Weg. Was passiert jetzt hier? Nein. Die Tür ist aufgegangen. Er ist nicht nach da geflogen, sondern nach da. Jetzt kackt er. Ist er da jetzt gefangen oder ist er davor? Irgendwie passt das hier nicht, oder? Das ist ja jetzt, er war da drinnen, da ist das aufgegangen, aber leider ist der nicht zugegangen. Das heißt, das Gatter? Warte mal, das ist schon mal 9, das ist schon mal richtig. Das heißt, wir müssen das anders bauen. Dann muss der eigentlich hier so hin, oder? Und hier müssen wir die Automatisierungskabel müssen wir zerlegen. Das kann nur so funktionieren dann, oder? Mal schauen. Wir werden sehen. Zurzeit geht es auf jeden Fall nicht. Ist auf 9. Können noch einen gelben Alarm machen, ne? Geht gerade keiner hin, ne? Jetzt ist der da drin gefangen. Wo sind die denn alle am Schlafen? Ne, ne, da kommt jemand. Vielleicht ist da jetzt jemand bei, der die Tür aufmacht. Mal gucken. Sieht so aus. Ja, die Tür wurde jetzt nicht gemacht, ne? Es wurde das Automatisierungssignal gemacht. Läuft. Eigentlich müsste ich jetzt hier schnell noch eine Tür entzaubern, oder? Das ist eigentlich eine gute Idee. Ich muss den Auftrag abbrechen, zerlegen.
Ne, abschließen lassen wir mal. Das ist schon so okay. Jetzt lass uns erstmal schnellstens. Da ist eine Forschung irgendwo fertig geworden. Okay. Pneumatiktür setzen wir jetzt hier hin. Nochmal gerade einen Ziegel da drauf. Und setzt da mal eine ganz hohe Prio drauf, nämlich 9. Und dann können wir diese Tür da abreißen und dann fliegt er doch nicht da rein, oder? Schauen wir mal, ob das was wird, was wir da vorhaben. Hier müssen wir nachher eine richtige Schleuse hin machen, ne? Ja. Schauen wir mal, da kommt jetzt auf jeden Fall ein Stein drauf. Ah, die Tür wird noch nicht gebaut, aber das kriegen wir auch noch hin. Was hat er denn für ein Grinsen im Gesicht? Bird, gereizte Lungen, wenig Sauerstoff. Okay, Reizhusten. So, jetzt bedeutet das, dass wir diese Tür öffnen können. Wenn die Tür offen ist, müssten wir eigentlich ein Stück weiterkommen. Endlich geht's ein Stück voran mit diesem Puff. Pufft. So, jetzt ausgesprochen. Okay. Pneumatische Tür ist auf 9. Geht nicht voran, ne? So, hier haben wir was gemacht. Das heißt, die können wir weggraben. Das können wir auch weggraben. Erstmal bis dahin. Das kann auch weg. Dann können wir hier noch einen Boden hinmachen. Ja, passt erstmal. Da wird natürlich jetzt die Schleuse gemacht. Sehr gut. Allerdings wäre es jetzt wichtiger, hier dieses Teil zu machen. Und warum wird das nicht gemacht? Ach so. Öffnen. Da liegt unser Problem gerade. Abgeschlossen ist doch. So, jetzt aber bitte. Kann da mal einer die Tür aufschließen? Warte mal, da können wir erstmal Abbruch machen. Ich glaube, das brauchen wir nicht mehr. Das können wir weglassen. So, die Tür geht schon mal auf. So, jetzt ist der da drinne. So, jetzt können wir hier auf Automatik umstellen. Er geht natürlich wieder zurück, ist klar. Ja, die kannst du jetzt auch öffnen. Und den kannst du jetzt aus zerlegen. So, jetzt muss es irgendwie gehen, dass er darüber schafft, oder? Wer macht das gerade? Die Schleuse hat noch nicht genug Strom. Super, oder? Frankie hat aber ein Sauerstoffproblem gleich. Können wir die Tür jetzt hier mal bitte aufmachen? Puh. So, die können wir jetzt auch öffnen. Das können wir zerlegen. Das Gatter haben wir jetzt nicht ausprobieren können, aber zerlegen wir jetzt auch, weil da brauche ich es nicht mehr. Stellen wir auf Automatik um, oder? So, jetzt muss nur einer kommen, das machen. Mach da mal eine 9 raus, da ist schon eine 9, ne? Ja.
Wieso wurde die Tür jetzt noch verschlossen? Das Teil ist doch weg. Krass, oder? Komm, zerleg die Tür, ey. Tja, anders keinen Sinn hier, ey. Lisbeth braucht jetzt mal langsam Sauerstoff, ne? So, das hat jetzt soweit erstmal geklappt. Und jetzt ist hier wieder nicht offen. Gestaltet sich schwierig, das Ding da, oder? Hier verhungert. Das kann eigentlich nicht verhungern hier, oder? Öffnen bitte. Jetzt kommt ein neuer Duplikant oder so. Ungeübte Nahrung. Wo ist die denn? Unser nächster Dupe steht vor der Tür. Fertigkeiten Duplikanten 2, Catalina. Das ist eine Bedienungsgeschichte hier. Kriegt die auch und die kriegt dann auch den dritten Hut dafür eigentlich auf, oder? Mechatroniktechnik. So, da haben wir das. Joshua. Ist da oben. Der kann auch ganz viele Sachen machen und der kann verbesserte Tragfähigkeit, glaube ich, als nächstes kriegen. So, da haben wir sie alle erledigt. Ne, das war falsch. Rechtsklicken. Jetzt müssen wir hier nochmal reingucken, was die Blaupausen uns bringen. Ein Wühlmauswelpe. Der geht nur durch Eisen nicht, oder wie war das? Den machen wir nicht. Kreativität gesenkt. Graben gesenkt. Kann Grabenaufträge nicht durchführen. Wissenschaft erhöht. Interessen in leichter Landwirtschaft und Athletik. Stärkte Zierzucht, Landwirtschaft. Dieses hier ist ja. Ist ein Nachtschichtler auch. Den brauchen wir doch. Der bricht zwar, wenn er. Na, ich druck den, weil ich hier gerade eben hier die Kohle gesehen habe, dass das geht. Das muss auch gehen. So, jetzt müssen wir nur ein Bettchen für den noch schnell machen. Basis, nee, Möbel. Wir brauchen erstmal ein Bett und das stellen wir hier hin. Und die Prio 9 kriegt er auch. Es ist gerade Nachtschicht. Okay, der kann sich wahrscheinlich dann vielleicht in ein anderes Bett legen, ne? Jetzt müssen wir nur seinen Zeitplan auf die Nachtschicht schieben, ne? Stinky ist das. Und wer war jetzt der andere, der Neue? Oh. Da, Travoldo. Gut, Nachtschichtler sind sehr herzlich willkommen. Hier wäre jetzt schön, wenn die Tür geöffnet wird, damit er dann mal irgendwann durchfließen kann, fliegen kann. Zerbrechen ist auch noch nicht angesagt, okay. Aber ich würde sagen, wir machen erst einen Cut hier. Da wird jetzt mal die Tür aufgemacht, das ist ja schon mal sehr gut. Und jetzt kann er da reinfliegen, hoffentlich. Jetzt fliegen die anderen natürlich da raus, ist klar. Mürrisch, überfüllt, eingeengt, hungrig. Ja, okay. Eben stand er noch verhungert. Forschung sind zwei abgeschlossen. Das machen wir hier nochmal gerade durch. So, jetzt ist der weg. Jetzt hätte ich hier gerne eine Mann, nee, eine Mann nicht, eine automatische Schleuse. Hier ist jetzt gerade einer durchgeflogen, dass ich es nicht zumachen kann. Auch cool, oder? Warum ist der so schnell da gerade reingelaufen? Okay, keine Ahnung.
Und das ist hier Schleim, oder was? 20 Kilo Schleim. Wahrscheinlich gelagert, oder? Nee. Doch, Schleim. 21 Kilo sogar. Okay, hier werden jetzt Tiere gepflegt. Das ist auch gut. Jetzt fliegen sie hier wieder durch. Das ist schlecht. Aber in der nächsten Folge gucken wir, dass wir hier weiterkommen, denke ich mal. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.